China glaubt trotz Schwierigkeiten weiter an Gesprächsmöglichkeiten zwischen der Ukraine und Russland. Er habe den Eindruck, dass die Tür für Verhandlungen nicht fest verschlossen sei, sagte der Sondergesandte für eurasische Angelegenheiten Li Hui am Freitag. Es mag für jede Seite viele Schwierigkeiten geben, wenn sie sich treffen, um friedlich zu verhandeln. Aber es ist wichtig, dass es eine Partei gibt, die sich einschaltet und für eine Abstimmung beider Seiten auf einen Kompromiss einsetzt. Und so Schritt für Schritt die Bedingungen für eine Lösung der Krise erreicht. Solange es einer Entspannung der Lage und einer Förderung der Verhandlungen dient, ist China bereit, diese Partei zu sein. Li hatte im Mai eine 12-tägige Reise nach Kiew, Warschau, Paris, Berlin, Brüssel und Moskau unternommen, um eine gemeinsame Basis für eine mögliche politische Beilegung des Ukraine-Krieges zu finden. Die russische Seite wisse Chinas Wunsch und Bemühungen um eine friedliche Beilegung der Ukraine-Krise zu schätzen, hatte er im Anschluss mitgeteilt. Räumte aber auch ein, dass die erste Europareise möglicherweise nicht zu einem unmittelbaren Ergebnis führe. China bezeichnet sich selbst als neutrale Partei in dem Krieg.